Ja, also die Spanier sind ja auch, glaube ich, bei uns durchaus für ihre Lebensfreude bekannt. Ja. Und färbt das denn ab auf einen, wenn man dann dort vor Ort ist? Siesta? Stichwort Siesta. Also grundsätzlich, wir sind hier an der Hochschule, wir waren dort an der Universität. Es ist ein ganz anderes Leben. Wir haben einen riesen Campus mit ganz vielen Angeboten. Man konnte zum Beispiel für 30 Euro für das ganze Semester eine Karte bekommen, indem man in ein Fitnessstudio gehen kann. Sieht man. Ganz viele andere Angebote, wie zum Beispiel, man konnte sich ein Hallenfeld mieten, wo man Volleyball spielen kann. Dann waren wir Pedalspielen, das ist eine Mischung aus Tennis und Squash. In Spanien ganz groß, kommt hier, glaube ich, auch langsam. Paddle, Hat ja, genau. mehr, Ja, ja. ist total. Paddle. Hat sehr Spaß gemacht. Und noch ein großes Thema in Spanien ist Bouldern. Es gibt eine Boulderhalle in Zaragoza. Da waren wir auch relativ häufig. Hat auch sehr Spaß gemacht. Ja, also das Leben allgemein muss man sich vorstellen, wie man es aus Spanien gewöhnt ist, einfach wesentlich entspannter. Ganz andere Mentalität. Man trifft sich viel mehr in Bars, man trifft sich viel mehr in Cafés nachmittags. Man hat Uni meistens, sag ich mal, tendenziell ein bisschen später wie bei uns. Irgendwie, es fängt meistens so gegen, ja, 9, 10 meistens an. Kann aber auch länger gehen. Wir waren noch mal bis 18, 19 Uhr in der Uni, aber das ist wirklich der Ausnahmefall. Also man lebt viel, viel mehr, als man hier, sag ich mal, lebt. Auch die Lebensqualität, sag ich mal, ist einfach eine andere. Meistens gutes Wetter. Man hat riesengroße Parks in Saragossa, wo man Sport machen kann, wo man sich mit Leuten treffen kann, wo man gemütlich was zusammen trinken kann. Also wirklich, die Angebote freizeittechnisch, sage ich mal, sind, finde ich persönlich, wesentlich besser dort wie bei uns. Ja. Genau. Und die Leute sind auch sehr unkompliziert, ne? Absolut. Also, weil bei uns ist ja so, ach, ich würde mich gerne mit den beiden mal treffen, aber ich habe nur zwei Stühle und ich habe auch keine Kekse da und dann lasse ich es lieber. Ja. Während so, kommen wir gerne gerade runter. Ja. Also Ja. es gibt kaum ein Haus, wo unten nicht auch irgendeine Bar drin ist. Ja. Und das ist eigentlich dann wirklich total prima. Ja, auch normalerweise so Shops, auch wo man kurzfristigen Bedarf kaufen kann, Ja. ist normalerweise auch, also höchstens ein oder zwei Ecken weiter. Also, man braucht da Allerdings auch nur bis jetzt nicht irgendwie 22 unbedingt Uhr. im Auto da immer die größten Einkäufe machen und so. Ja. Also das ist schon eigentlich sehr, sehr praktisch. Ja. Ihr habt auch die Möglichkeit oder ist auf jeden Fall empfehlenswert. Es gibt Erasmus-Gruppen, es gibt eine Happy Erasmus-Gruppe und eine, die andere weiß ich Klingt nach nicht wirklich. Drogen. Ja, aber ist auch nicht im Spiel. Nein, er hat gar nichts zu tun. Nein, auf jeden Fall. Sie organisieren viel. Also es gibt viele Events, man kann da auch Mitglied werden, ist auch gar nicht teuer eigentlich und man hat dann auch wirklich Sonderrechte, man kann Reisen oder Ausflüge günstig buchen und es sind wirklich coole Sachen dabei. Also es gibt zum Beispiel einen Trip nach Ibiza, gab es jetzt mal, es gibt einen Trip nach Marokko oder auch einfach irgendwie nach Andalusien. Also es sind wirklich coole Sachen und natürlich aber auch vor Ort in Saragossa. Also es gibt immer irgendwelche Partys, irgendwelche Events und vor allem dann auch in den ersten 2, 3 Wochen. Und Ja. wirklich eine Empfehlung, nehmt die ersten 2, 3 Wochen mit. Ihr lernt wirklich viele neue Leute kennen. Ihr lernt die Stadt ganz anders kennen, als wenn ihr das alleine macht. Macht das auf jeden Fall. Geht da mit. Gebt euch da einen Ruck. Ja, ganz wichtig, wie du gesagt hast. Also vor allem, das ist nicht nur wie der Jonas gerade erwähnt hat, die ersten 2, 3, 4 Wochen. Da ist es gefühlt, also wirklich 7 Tage die Woche, irgendeine Erasmus-Veranstaltung. Wo man meistens, irgendwie ist es abends mit Party verbunden. Und da gibt es Bierpong-Turniers, die da organisiert. kleine Bierpong-Events oder große Bierpong-Events, wo wir wirklich dann, keine Ahnung, ich sag mal, 50 Gruppen mitmachen in einem Nachtclub. Und von dem her, also es lohnt sich wirklich. Und das ist nicht nur die ersten 4 Wochen, wie der Jonas gesagt hat, das geht über das komplette Semester. Also mindestens 3 bis 4 Veranstaltungen pro Woche kann man eigentlich mit rechnen. Und man Und muss kann man natürlich auch nicht, machen. ne, kann man auch nicht, man muss nicht zu allen hingehen, aber wir haben es versucht, alles mitzunehmen und es hat sich auf jeden Fall gelohnt im Endeffekt. Auch die Trips, die der Jonas angesprochen hat, sind durch Erasmus vergünstigt. Man kann die natürlich auch privat machen. Wir persönlich waren bei einem Ausflug in, ja, 4 Tagen waren wir in Ibiza. Wir waren 3 Tage auf Mallorca. Und das lohnt sich, weil das sind wirklich für 27 Euro sind wir da hingeflogen, hin und zurück. Inlandsflug, das ist wirklich überschaubar, was die Kosten angeht. Und von daher, ja, mit alles mitnehmen, was geht. Auch im Norden von Spanien ist man unterwegs. Bilbao kann man machen, San Sebastian. Es ist wirklich, das liegt so zentral, dass wirklich alles in kurzer Zeit, vor allem mit den Zügen, erreichbar ist.
Also so an Andorra Norden und Osten erreicht man also wirklich super, ja. Durch, aber auch durch diese Schnellzuginfrastruktur. Man ist im Prinzip auch in einem relativ kurzen Sprung mit einem Umsteiger in Madrid, in Sevilla oder so. Ja. Und also da kann man schon, glaube ich, auch eine ganze Menge Sachen machen. Also vielleicht auch nicht zu knapp planen, ja, also nicht ja. So letzter Vorlesungstag, genau. Und ich bin schon weg, sondern lieber dann nochmal auch die Zeit nutzen, die man da ist und vielleicht auch seine ja. Neu gewonnenen Kenntnisse. Auf jeden Fall. Also ihr könnt auch wirklich mal noch eine Woche, ein, zwei Wochen noch dranhängen, nochmal irgendwo weggehen. Das machen sehr viele Leute. Plant das wirklich nicht so, die letzte Prüfung und dann muss ich nach Hause, weil da fängt es dann wirklich nochmal an, nochmal ein bisschen was erleben, nochmal rauskommen, auch mit den neuen Freunden.